Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das Wochenende ist vorbei und wir sind wieder da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen bei Domian beim 1 Live Talk Radio. Ja, Montag wie immer eine freie Themennacht, eine offene Runde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. So, der erste Anrufer ist heute Nacht der André. Und André ist 43. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, André. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Ehe. Was ist da los? Verrückte Sache. Also ich bin verheiratet seit 2003, habe einen kleinen Sohn, 2 Jahre alt. Mhm. Und habe einen sehr, oder besser gesagt, in dem Fall hatte einen sehr guten Freund, den ich seit 35 Jahren kenne. Mhm. Und der lebt jetzt mit meiner Frau zusammen. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Der allerbeste Freund. Der Freund aus dem Kindergarten. Ja, ja, wir kennen uns seit ungefähr 35 Jahren. Wir waren zusammen im Kindergarten. Der lebt jetzt mit deiner Frau zusammen. Richtig. Und der Witz an der Sache ist, durch ihn habe ich sie ja kennengelernt. Erzähl mal ein bisschen ausführlicher. Ja, wo soll ich da anfangen? Ja, also du hast deine Frau durch ihn kennengelernt. Richtig. Das heißt, er war dann auch immer irgendwie Freund von euch. Genau. Wir waren immer zu von euch beiden. In irgendeiner Form mehr oder weniger zusammen. Vor allem, ja. Wir haben auch Musik zusammen gemacht. Wie lange... Oder anders gefragt, wann hast du es herausbekommen, dass da was läuft zwischen den beiden? Also, da gab es im Januar diesen berühmten Tag, wo er und sie praktisch auf eine Messe gefahren sind, weil sie beruflich in einer gewissen Weise involviert waren miteinander. Ja. Im Januar, in diesem Jahr? Ja, ja, richtig, im Januar. Und ich hatte, seitdem ich ihn kenne, in Sachen Frauen, wenn ich das mal so sage, schon immer so ein komisches Gefühl bei ihm. Warum? Also das war der Punkt, ich kann es nicht sagen, intuitiv habe ich ihm da eigentlich nicht so richtig trauen können. Also immer, wenn ich irgendwie eine Freundin hatte oder so, oder eine Frau, wir waren mehr oder weniger zusammen, habe ich gedacht, na, nicht, dass sie mit dir ausspannt. Ach so, das war immer all die Jahre schon. Ja, ja, immer irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, etc. Das ist aber früher noch nie passiert. Nee. Das ist früher noch nie passiert, weil er immer gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Ich habe ihm das aber nie... Das ist so eine Intuition, ich konnte das nie abnehmen. Aber er hat von sich aus gesagt, das mache ich nicht, das meine ich. Ja. Also das war schon mal als Thema so in der Luft. Ja, ja, das macht er eigentlich nicht. Hat er gesagt. Komisch, wenn man das so sagt, muss man ja darüber gesprochen haben und da muss man ja schon eine Vermutung irgendwie so geäußert haben. Bezüglich meiner Frau hatte das sicherlich mal geäußert. Jedenfalls an diesem Tag habe ich... Genau, erzähl mal weiter. Die beiden sind zur Messe gefahren. Ja gut, an dem Tag vorher habe ich noch meine Frau gefragt, weil sie sind ja gut befreundet, die zwei. Mhm. Hatten auch ein herzliches Verhältnis. Und bei mir kam immer so ein Gefühl hoch. Ich sage zu meiner Frau, nee, sie ruft mich ja, kann ich denn, ist es okay, wenn ich morgen mit dem Dirk fahre? Sage, ja, ist schon so grundsätzlich okay. Ja, was ist denn, sagt sie. Ich sage, naja, vergiss es, ist eigentlich lächerlich. Naja, hat sie mich zur Rede gestellt, sagt, naja, du und Dirk, nicht, dass was passiert. Ach, ich doch nicht mit dem Dirk. Sagt die Frau. So, jetzt ist die Frau mit dem Dirk zur Messe gefahren. Dann ist sie zur Messe gefahren und jetzt kommt, wir haben ein bisschen der Hammer, das war an einem Freitag. Mhm. Und am Sonntag hatten wir eine Bandprobe. Mhm. Dirk, Inka und ich, also meine Frau. Achso, ihr seid alle drei in einer Band. Ja, waren zumindest. Und ich wunderte mich, warum sich meine Frau so schick und so fein machte. Und ich dachte, sie tut's wegen mir. Ja. Und an dem Montag drauf war sie den ganzen Tag mit ihrer Freundin verabredet. Und am Abend drauf, als ich dann beruflich nach Hause kam, hat sie gesagt, also sie konnte dann nicht hinterm Berg halten. Hat dann gemeint, also pass auf, ich war nicht bei meiner Freundin, ich war beim Dirk. Und da war ich kann es gar nicht beschreiben. Was war jetzt mit der Bandprobe? Die hatte noch stattgefunden an dem Sonntag zuvor. Ach so. So, und... Damit wir es nicht so kompliziert machen. Also, zwischen denen ist auf dieser Messereise was abgegangen. Richtig. Ist bei denen vorher schon was abgegangen? Angeblich nicht. Angeblich, man weiß es nicht. Ich
nachdem wie alles gelaufen ist und wie was gesagt worden ist, traue ich dem Frieden nicht so recht. Ja. Also, und das heißt, plötzlich war dann angeblich plötzlich deine Frau und dieser Dirk, dein Freund, so ineinander verliebt, dass gleich alles kaputt gegangen ist. Richtig, richtig. Wie lange hat das denn das Hin und Her noch gedauert, bis deine Frau gesagt hat, ich gehe zu Dirk? Der Witz in der Sache, ich habe sie dann mehr oder weniger zur Rede stellen müssen. 2 Tage vorher, willst du dich jetzt trennen oder nicht? Und ich musste sie jetzt regelrecht aus der Nase ziehen. Mhm. Sie hatte nicht den Mut dazu zu sagen, dass sie mich verlässt. Von dem Tag, als sie es gebeichtet hat, bis zur Trennung, wie viel Zeit verging da? Das war an einem Montag, wusste ich das dann konkret und ich glaube, an dem Donnerstag haben wir uns dann getrennt. So schnell? So schnell? Normalerweise unterhält man sich doch, man diskutiert, man streitet und weiß nicht was, aber man ringt umeinander. Innerhalb von ein paar Tagen war es das. Frage oder provokante These, dann war mit eurer Ehe aber auch eine ganze Menge schon nicht mehr in Ordnung. Richtig, also tief im Inneren, im ungesagten Bereich, immer so sagen, ja, wobei, gut, wenn ich jetzt ausholen würde, man müsste meine Frau kennen, so ein halbes, dreiviertel Jahr vor unserer Trennung lief es eigentlich aus meiner Sicht sogar sehr, sehr gut und ich hatte mich schon gewundert, ich dachte, na gut, durch unseren Sohn, weil meine Frau auch eine gewisse Vergangenheit hat. Ja, manchmal reicht die eigene Sicht ja nicht aus. Richtig, ja, dann, richtig. Ja gut, ich hatte immer den Glauben, dass wir das miteinander hinkriegen. Letztendlich hat es irgendwann an der Kommunikation schon, ab einem gewissen Punkt waren wir immer in der Sackgasse gelandet. Was war denn das Hauptproblem zwischen dir und deiner Frau? Mehr ein intimes Problem aus der Sicht ihrer Vergangenheit, wahrscheinlich in der Jugend oder gar in der Kindheit. Also mit ihr muss was passiert sein. Im sexuellen Bereich? Richtig. Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung und sowas. Wahrscheinlich. Und was aber nie so richtig auf den Tisch kam. Und das färbte auf eure Sexualität auch ab? Ja, das, also ich muss ja dazu sagen, die ganzen Jahre des Zusammenlebens war eigentlich die, dass ich meine Frau vom ersten Tag an eigentlich gestützt habe. Ich habe das war immer ein ausgesprochenes Thema. Am Anfang nicht, dann war es ein gesprochenes Thema bis zu einem gewissen Punkt. Dann habe ich sie in Ruhe gelassen. Also gestützt in dem Sinne, dass sie seelisch irgendwie immer ein bisschen angeschlagen war? Ja, mehr oder weniger. Aber sie hat die ganzen Jahre halt immer oder hat lernen müssen zu verdrängen und hat lernen müssen, ich will es mal so übertrieben ausdrücken, sich eine Maske aufzusetzen. Ja. Also habt ihr denn eine für dich gute und befriedigende Sexualität gehabt? Nein. Nie? Für mich nicht. Ach, so niemals. Auch für sie nicht. So, jetzt sind die beiden richtig zusammen. Die sind ein Paar. Richtig. Die wohnen zusammen. Eine Wochenendbeziehung aus beruflichen Gründen. Aber du wohnst, aber ihr seid auf jeden Fall nicht mehr in einer Wohnung, du und deine Frau. Nein. Das Kind, euer Kind ist bei ihr. Ja. Was hat das jetzt das ist ja ein katastrophaler Schaden, der da entsteht. Man verliert die eigene Frau an den allerbesten Freund. Ja. Was hat das jetzt in dir angerichtet? Wie fühlst du dich? In mir, also ich will es mal so sagen, meine Umwelt reagiert auf wundersame Art und Weise in der Form, dass sie alle sagen, ja, André, wie du das machst, das kann ich nicht verstehen. Machst du es wirklich gut oder ist es nur äußere Fassade? Das ist keine äußere Fassade. Also ich bin so ein Mensch, der versucht, hinter die Kulissen zu schauen und ich habe so eine Lebenseinstellung gesagt, jede Medaille hat seine Seiten und alles hat seinen Sinn und alles hat auch was Gutes. Sehr cool. Ja, okay, sehr, sehr abgeklärte oder coole Herangehensweise. Hast du keinen Zorn? Wie bitte? Hast du keinen Zorn? Der kommt ab und zu mal hoch, aber der ist nicht so stark. Was bei mir stark ist, ist eher die Traurigkeit und vor allen Dingen die große Lüge, die hinter der Beziehung steckt in der Form. Wenn Zorn, auf eher Zorn auf den Freund oder auf deine Frau? Auf meinen Freund. Warum? Weil ich von ihm erwartet hätte, dass er erstmal zu ihr gesagt hat, stopp. Okay, dass er sie nicht anbaggert. Aber hättest du nicht von deiner Frau auch erwacht, dass sie sagt nein? Nein. Warum nicht? Weil es zu ihr passt. Dann hast du keine große Meinung, keine gute Meinung von deiner Frau. Mein Gott, überlegen, was du gerade gesagt hast. Das passt zu ihr, dass sie ja sagt, wenn ein anderer Typ sie anbaggert. Das sagt man nicht von einer Frau oder von einem Menschen, den man sehr respektiert und achtet und schätzt. Und dessen Loyalität man eigentlich sicher war. Vielleicht, ja, vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet, kann es durchaus sein, dass das letztendlich irgendwo schon komisch klingt, aber klingt fast so, vielleicht übertreibe ich es jetzt so, klingt in der Interpretation, als wärst du ein ganz klein wenig erleichtert. Ich bin
Leben insofern erleichtert. Also die ersten 14 Tage, wie ich dann in meine neue Wohnung hier gezogen bin, war ich schon erleichtert, weil ich die ganze Last mir habe selbst aufgeladen, die ganzen Jahre, praktisch vor allem die ersten 2-3 Jahre ihren seelischen Schmerz mitzutragen. Und das hat sich durch die ganze Beziehung eigentlich, ich habe den Rucksack immer aufbehalten, aus meiner Sicht. Sie hat dir in all diesen ganzen Jahren aber nie wirklich klar erzählt, was da passiert ist in ihrer Kindheit? Nie glasklar, weil sie einfach Angst davor hatte, sich zurückzuerinnern. Also, ich habe mal eine kleine Passage in ihrem Tagebuch gelesen, deswegen bin ich mir ziemlich sicher und hatte auch die ein oder andere psychologische Sitzung ihrerseits mit besucht, weil das damals, wo ich sie kennengelernt habe, gerade das Thema war bei ihr. Und alles, was sie getan hat oder nicht getan hat, mehr oder weniger habe ich bezüglich dieser Thematik entschuldigt, mehr oder weniger. Jetzt, wie ist denn euer Kontakt jetzt im Moment? Der ist bezüglich, ich will es mal so sagen, freundlich und wir sind uns, was unseren Sohn anbetrifft, sehr, sehr klar und sehr, sehr einig. Mhm. Also ich sehe ihn jeden Tag 1 bis 2 Stunden, ich bringe ihn früh weg und sie holt ihn Mittag wieder, weil ich bin im Dorf geblieben, Luftlinie 300 Meter. Also das ist ordentlich geregelt? Das ist ordentlich geregelt. Das ist schon mal gut. Ja, also unser Sohn ist uns sehr, 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 sehr wichtig. Der Kontakt zu deinem Freund, ist der noch? Nee, den habe ich abgebrochen. Hat er irgendwann mal versucht, sich zu erklären, einen Kontakt mit dir aufzunehmen? Er, als ich will so sagen, er, ja schon, also an dem Tag, als ich es erfahren habe, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin sofort zu ihm gefahren, nach dort, wo er wohnt, und habe mit ihm lange, lange, lange gesprochen. Irgendwie habe ich irgendwie eine Schutzwand gehabt, dass ich irgendwo Emotionen habe nicht so hochkommen lassen oder nicht an mir rankommen lassen. Ich musste einfach mit ihm reden, habe sogar bei ihm übernachtet. Und mir ist erst im Laufe der Zeit klar geworden, was da eigentlich passiert ist. Und das schlimmste Gefühl ist eigentlich diese Unfassbarkeit. Also es kommt immer mal wieder hoch. Ich raff es einfach nicht, dass es ausgerechnet er ist. Das haut mich manchmal. Also, ist das so, dass dich das letztendlich menschlich noch mehr, also ich frage es nochmal, du hast es gerade ja eigentlich schon angedeutet, dass dich das menschlich noch mehr enttäuscht und erschüttert, was dein Freund gemacht hat, als das, was deine Frau gemacht hat? Im Moment ja. Im Moment sieht es so aus. Mhm. Weil ich habe so guten Freundin versucht zu erklären, weil sie schmeißen einen Topf, also Schuld auf beider Seiten, aber die Beziehung zu meiner Frau ist eine ganz andere wie zu meinem Freund. Ihn kenne ich 35 Jahre lang, sie kenne ich 8 Jahre lang. Liebst du denn deine Frau eigentlich noch? Tief in mir ist ein Gefühl für sie da. Sie saß heute neben mir, als ich ihren Sohn abgeholt habe, ziemlich nah auf einer Bank, weil er hat Geburtstag die nächsten Tage und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir das halt machen. Als sie mir nahe kam, spüre ich schon was. Also es ist nicht so, dass ich nichts mehr spüre. Aber hast du gerade gesagt, heute, als sie ihren Sohn abgeholt hat? Ja. Kurios, ne? Dass du ihren Sohn sagst und nicht unser Sohn. Richtig. Kurios, das stimmt. Ja, ich fiel mir gerade so auf, als du es gesagt hast. Ja gut, ich sehe es so, dass er gehört ja in erster Linie zu seiner Mutter. Also das ist meine Grundeinstellung zu meiner Mutter. Ja gut, das ist dein Kind genauso. Ja klar. Ja. Ja gut, ich bin ohne Vater groß geworden. Insofern, also er starb, als ich 9 Jahre alt war und ich hatte eine starke Beziehung zu meiner Mutter und eine tiefe Bindung zu meiner Mutter. Und vielleicht resultiert das logischerweise daraus, dass ich der Überzeugung bin, dass eine Mutter wichtig ist. Diese tiefe Traurigkeit oder diese Erschütterung, wie du damit umzugehen vielleicht versuchen könntest, da würde ich dir gerne ein Gespräch mit Simone, mit meiner Psychologin, jetzt anbieten. Ja, warum ja, nicht? Also warum ich bin grundsätzlich offen, also Informationen sind immer gut. Ja. Da würde ich so machen, André, da bitte ich dich aufzulegen, Simone ruft dich gleich an. Der wünsche ich, dass du jetzt weiter so relativ gut über die Zeit kommst, wie du es im Moment ja schon zu kommen scheinst. Ja, also ich fühle mich grundsätzlich in Ordnung. Ja, so, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Alles Gute, auf Wiederhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, dir auch, André. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch per Telefon oder per Mail. Olli ist hier. Stimmt das? Ja, der Olli ist hier, stimmt. Der Olli ist wie alt? Hallo Jürgen, hier ist der Olli, der ist 35 Jahre alt. Hallo Olli. Hi. Um was geht's? Ja, also mir geht's generell darum, dass ich einfach der Meinung bin, dass in Deutschland, beziehungsweise Österreich, wie gerade aktuell in Medien, dass einfach die falschen Strafen existent sind oder ausgeführt werden, sage ich mal. Du beziehst das jetzt auf diesen unfassbaren Fall in, wie heißt das, in Amstetten? Ja, ganz genau, in Österreich, Amstetten, ja genau. Ja. Also vergleichbar mit der kleinen Campus da,
Also, ja, ich bin einfach generell der Meinung, wenn solche Geschichten passieren, ich meine, das mit dem Einsperren, das ist ja nicht so häufig, dass sowas passiert, so grell, aber so bei Vergewaltigungsgeschichten generell, überhaupt so Gewaltaktionen, da sind einfach zu geringe Strafen werden da verhängt, ist meine Meinung. Ja, soweit sind wir ja in dem österreichischen Fall noch nicht, dass es um Strafen geht. Ich glaube, im Moment ist ja die Welt, die davon erfahren hat, zumindest jetzt hier im deutschsprachigen Raum, so erschüttert über diesen Fall, weil so etwas habe ich noch nie gehört, wohl niemand von uns. Ja, stimmt. Dass ein Vater seine Tochter 24 Jahre lang im Keller einsperrt, 7 Kinder mit ihr zeugt. Dann diese Inzestgeschichte. Unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ich weiß auch nicht, ich will dir sagen, dabei habe ich heute auch drüber nachgedacht, als ich das alles so verfolgt habe. Was ist die adäquate Strafe für diesen Mann? Das ist eine sehr gute Frage. In diesem diese Strafe gibt es gar nicht, aufgrund dessen, was der angerichtet hat. Das denke ich mir auch. Ich meine, der ist 70 Jahre alt, der wird sowieso jetzt den Rest seines Lebens im Knast verbringen. Sei ihm zu wünschen. Ja, das wird sicher so sein, mit Sicherheit. Ja, gehe ich auch von aus, stimmt. Aber überleg dir mal, ich meine, wenn man sich das wirklich mal so durch den Kopf gehen lässt, wenn meinetwegen mir gefällt jetzt ein Junge, ein Mädchen, ist ja jetzt egal was, da kann ich mir doch nicht einfach mit aller Gewalt das nehmen, was ich gerne möchte. Also, und wenn es denn dann so ist, wie oft ist es so, dass solche Täter ab in den Knast gehen, kommen raus und sind dann Wiederholungstäter. Also werden dann nochmal und nochmal und nochmal in diesem Bereich erwischt sogar und kommen in den Knast und kommen wieder raus. Also wir wollen jetzt nicht zu viele Allgemeinplätze verteilen. Generell hast du, finde ich schon, dass du recht hast. Weil wir ja immer wieder diese tragischen Fälle erleben, wo jemand dann frühzeitig rauskommt und dann passiert wieder etwas Schlimmes. Ganz genau. In der gleichen Art und Weise. Ja, das ist natürlich ein Appell, der immer und immer wieder durch die Öffentlichkeit geht, vor allen Dingen, wenn schlimme Dinge passiert sind. Von Seiten der Justiz hört man ja immer, unsere Sätze sind scharf genug, man muss sie nur dann auch konsequent anwenden. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, dass es dann doch zu immer wieder Richter gibt, die dann, weiß ich nicht, zu leichtfertig oder zu nachlässig oder was ich... oder zu gutherzig, ich weiß es nicht. Ich will da kein Urteil mehr erlauben, herangehen. Ist auch so ein Thema für sich, stimmt schon. Stimmt. Also ich möchte mal so, jetzt bin ich jetzt mal derjenige, der Grelle ist, also ich möchte mal behaupten, wenn da jemand erwischt wird und wieder, also sprich Wiederholungstäter, möchte ich mal so alt denken, dass ich sage, dann bis hin zur Todesstrafe. Hört sich jetzt hart an, weiß ich. Ist auch sicherlich eine sehr grelle Nummer, was ich jetzt sage. Aber überleg mal, ist dein eigenes Kind. Ja. Dann, ja gut, aber so darf man nicht denken. Wenn das das eigene Kind ist, dann setzen alle Vernunftkriterien aus. Ja, auch wieder wahr. Ich sage bei allem Zorn und auch bei allem Hass auf solche Menschen wie auf denen, bleiben wir bei dem Fall jetzt in Österreich. Ja. Ist es natürlich klar, dass da immer in so einem Fall der Ruf nach der Todesstrafe kommt. Ich finde, dass es eine hohe zivilisatorische Leistung ist, dass wir keine Todesstrafe in Europa, keine Todesstrafe mehr haben. Gut, und wir alle schimpfen und sind entsetzt über das, was teilweise in den USA noch passiert. Und ich finde, dass die USA da nicht vorbildlich sind. Absolut. Man sollte sich nicht auf die Stufe zurückversetzen, auf der man so agiert hat. In China, in Diktaturen macht man das nach wie vor noch. Stimmt. Also strenge Gesetze, ja, aber nicht das Leben nehmen. Also. Ja, so. Ich denke mir halt nur, wenn es möglich wäre mit Therapien etc., wenn man solche Leute, aber ich bin eben der Meinung, solche Perversionen, die lassen sich nicht wegtherapieren. Nee, weißt du, da bin ich dann auch irgendwie sehr konservativ und denke, nur ist auch mal gut. Ich will jetzt nicht alles und jedes mit irgendeiner psychischen Deformation erklärt haben und denjenigen in eine Therapie schicken. Nee, irgendwann gehört er in den Knast und dann gehört er auch bis zum Lebensende in den Knast. Ganz genau, meine Meinung. Kein Mitleid. Also da finde ich schon, da muss man dann aber auch rigoroser rangehen. Ja. Lieber Olli, das war eine Meinungsäußerung von dir. War ganz böse. Nein, das ist völlig normal und richtig. Dafür ist diese Sendung da. Ja. Ich danke für deinen Anruf, wünsche alles Gute. Ich danke dir ebenso und gute Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema verhängnisvoller Sex.
Folglich möchte ich mich sehr gerne mit euch darüber unterhalten, möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrem Leben schon einmal oder vielleicht sogar mehrfach verhängnisvollen Sex hatten. Also vielleicht habt ihr euch bei einer sexuellen Aktion eine schlimme Krankheit geholt oder man hat euch in einer für euch sehr peinlichen Situation erwischt. Oder ihr habt durch Zufall etwas erlebt, das euer bisheriges Sexualleben völlig auf den Kopf gestellt hat. Was auch immer das sein könnte. Verhängnisvoller Sex, das ist unser Thema morgen. Rund um die Uhr mailen, klar, oder ab 0 Uhr anrufen, 0800 220 50 50 und um 1 beginnt die Sendung. Und während der Sendung könnt ihr natürlich dann auch immer wieder anrufen. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Viola. Und Viola ist 58. Guten Morgen. Guten Tag, Domian. Ja, guten Morgen, Viola. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's? Bei mir geht es um meine Lebensgeschichte. So, was ist da los? Und zwar sage ich jetzt mal als solches, was jetzt ganz frisch ist. Ich habe vor drei Wochen mit meinem ältesten Sohn Mike Kontakt aufgenommen, der 8 Jahre nicht bestand. Mhm. Das heißt, Warum bestand der Kontakt acht Jahre nicht? Ja, es gab immer so Zwistigkeiten, also bezüglich, ich habe mich damals von meinem ersten Mann getrennt. Mhm. Aus dieser Ehe sind 3 Kinder hervorgegangen. Mike ist 39 und Patricia anderthalb Jahre jünger. Mhm. Und da gibt es noch einen Falk aus dieser Ehe, der ist 33. Mhm. Und zwar hatte ich leider damals das Pech, als ich 19 Jahre alt war, habe ich einen pädophilen Mann geheiratet. Mhm. Und auffällig ist mir schon gewesen, ein Jahr bevor wir uns ja so kannten. Lass mich fragen, du warst 19 Jahre alt, er war wie alt? 13 Jahre älter. Er war 13 Jahre älter als du. Ja. Mhm. Auch ein so sehr dominanter Mann. Ja. Nach wie vielen Jahren des Kennens oder dann des Zusammenseins hast du bemerkt, da stimmt was nicht mit dem? Also wir waren dann gerade verheiratet, hatten einen Gastronomiebetrieb und wurde einen Monat nach unserer Ehe schwanger und im 7. Monat, als ich also mit meinem Sohn schwanger war, kam die Krippe und hat ihn postwendend verhaftet. Und damals war ja in der Hinsicht noch alles so streng und eng, denke ich mal, ich weiß das so. Das heißt, die haben irgendwie Wind davon? Da kam postwendend die Krippe, bevor wir machten ja um 10 Uhr normalerweise auf und vorher schon, die kamen, haben ihn verhaftet. Und dann habe ich gefragt, was denn hier los wäre. Ja. Das erfahren sie später. Ja. Ich stand also da hochschwanger, wusste hinterher überhaupt gar nicht mehr, was ich machen sollte. Und dein Mann war weg? Ja, genau. Ja. Wann hast du die Wahrheit erfahren von der Polizei? Ein paar Tage später. Ja. Er bekam ja auch einen Anwalt dann zugeordnet. Mhm. Der hat mir dann erzählt, dass er, wo er vorher in Düsseldorf gelebt hatte, schon vorbestraft war wegen Unzucht mit Kindern. Ach. Ja. Ach. Und was wurde ihm, also er war vorbestraft, und was wurde ihm dann damals aktuell zur Last gelegt? Ja, er hatte also, ich bin, muss ich dazu jetzt sagen, als ich in den ersten Monaten schwanger war, ich hatte immer so mit Erbrechen zu tun. Das war so schlimm, dass ich künstlich ernährt werden musste. Er hatte wohl auch ein psychisches Problem, weil alles nicht so in Ordnung war. Möchte ich dir kurz zwischendurch sagen, ich habe leider erlebt, dass ich mit 14 Jahren von meinem eigenen Vater vergewaltigt worden bin. Das ist einmal passiert. Und ich war schon als Kind immer, nennen wir das mal ein Rebell, ließ mir nichts gefallen. Ich war schon als kleines Mädchen so und habe meiner Mutter das gesagt und habe ihr gesagt, wenn das noch einmal passiert, dann laufe ich weg, wenn du mir nicht hilfst. Jetzt müssen wir aufpassen, Viola, dass wir mit der Geschichte nicht durcheinander kommen. Ja. Wir versuchen mal so Frage nach Frage durchzugehen. Meine Frage war gerade gewesen, was wurde deinem Mann vorgeworfen? Weswegen hatte die Polizei ihn verhaftet? Ja, also weil er hat also dann das Lokal zugemacht, wo ich wegen Schwangerschaftsbeschwerden im Krankenhaus war, hat er nachmittags ganz einfach das Lokal zugemacht und hat mit Töchtern von Gästen, die waren 8 und 9 Jahre alt, wir wohnten damals in Koblenz, ist er mit denen da irgendwo in eine Wiese gefahren und hat mit denen also Unzucht betrieben. Ich verstehe. Zu was wurde er verurteilt? Das war damals 18 Monaten Haft. Das ist nicht viel. Ja, stimmt. Und ist er dann wieder zurück zu dir gekommen? Er hatte
Er war dann 7 Monate in Untersuchungshaft. Bedenke mal, ich war im 7. Monat schwanger. Da habe ich den Richter aufgesucht und habe ihm meine Sachlage erklärt. Dann hat man ihm 3 Tage Hafturlaub gewährt. Mhm. Und Nach der Verurteilung ist er wieder noch in der Untersuchung. Ja, ja, wir machen mal noch einen Schritt weiter nach vorne. Als er dann seine Strafe abgesessen hatte, ist er dann zurückgekehrt zu dir? Ja, sicher. Ja, so sicher ist das nicht. Du hättest ihn ja auch rausschmeißen können. Das ist nämlich genau das Ding. Ich hatte ihn ja immer im Gefängnis besucht. Aber warum? Warst du nicht auch absolut entsetzt, was der Kerl mit den Kindern gemacht hat? Ja, ich wollte ihn natürlich auch verlassen, vor allen Dingen, weil ich das ja mit meinem Vater erlebt hatte. Genau. Und da hat er ein Gefängnispsychologe damals in Koblenz mit mir geredet, viele Stunden, und hat zu mir gesagt, ich möchte Sie bitten, den Mann nicht zu verlassen. Wenn Sie das tun, dann wird er in seiner Art, wie er ist, noch schlimmer. Naja, ein toller Rat. Bleiben Sie bei ihm. Da habe ich... Ich sage heute, ich stumme ganz. Mm-hmm. Da habe ich mir das so reingezogen. So, jetzt frage ich dich. Du hast 3 Kinder, sagst du. Ja. Sind die alle von diesem Mann? Ja. Das heißt, er ist dann aus dem Knast zurückgekommen und er hat noch 3 weitere Kinder gezeugt. Also nachdem der 6 Monate, schon mal 7 Monate Untersuchungshaft hatte, dann hatte er 1 Woche Hafturlaub, bevor er die Resthaft antreten musste. Mm-hmm. Und diese 1 Woche, wo der... bin ich mit meinem 2. Kind schwanger geworden. Mhm, und ich weiß noch, dass ich da furchtbar geheult habe. Das hat mir überhaupt nicht gepasst. Aber ich habe mir das so reingezogen. Wie lange warst du mit diesem Mann überhaupt insgesamt zusammen? 16 Jahre. 16 Jahre. Hat dieser Mann sich an euren Kindern auch vergriffen? Ich will es nicht hoffen. Ich weiß es nicht. Warum hattest du so lange keinen Kontakt zu deinem Sohn? Ich hatte meinem ältesten Sohn und auch meinen anderen Kindern, zu denen habe ich ja auch jahrelang keinen Kontakt. Ich habe denen das gesagt, meinem ältesten Sohn zum Beispiel, da war der 24. Mhm. Ich habe ihm das gesagt und dachte, damit ist die Sache, erledigt, hört sich jetzt dumm an, das ist ja nicht dieser, weil es gab immer zwischen uns Schwierigkeiten, sie haben mich immer an Pranger gestellt, dass ich ihren Vater verlassen hätte. Ach so. Ja. Ja, aber haben sie es dir denn dann übel genommen im Nachhinein, dass du mit diesem Mann zusammengeblieben bist, oder wie? Nein. Warum hattet ihr so lange keinen Kontakt? Weil sie der Meinung sind, dass ich eigentlich, die haben das von sich weggeschoben, die haben das nie geglaubt, dass das so ist. Ach so. Ich musste mir von meinem Sohn vor 3 Wochen anhören, er würde Ehepaare kennen, die 50 Jahre verheiratet sind und sich immer noch lieben. Und hat meinen jetzigen Freund als Drecksack hingestellt. Ich war zwischendurch mal noch ein 2. Mal verheiratet. Aber Viola, muss ich gleich mal unterbrechen. Was ist denn da los? Das ist ja nicht eine Frage des Glaubens. Du kannst es doch beweisen, dass er im Knast gesessen hat wegen der und der Delikte. Domian, dass du zu mir jetzt gesagt hast, was ist denn da los, das tut mir sehr gut. Ich hoffe, dass du das verstehst. Ja. Ich habe all die Jahre... psychisch so viel durchgemacht und mit mir selber so ausgemacht. Mhm. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen vor 3 Wochen. Ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt oder irgendwas. So fertig war ich. Weil der Sohn dir die Vorwürfe macht. Ja. Aber nochmal gefragt, der glaubt nicht, was mit dem Vater los war und dass der Vater im Knast gesessen hat wegen Kindesmissbrauch? Der ist zwischendurch nach vielen Jahren nach Koblenz gegangen. Und da hat mein Sohn ihn immer besucht und er hat seinen Vater zur Rede gestellt. Und da hat er ihm gesagt, ich würde lügen, ich hätte sie nicht mehr alle. Aber mein Sohn hat mir das nie gesagt. Also ich frage es nochmal, der Sohn glaubt dir nicht? So war es bis jetzt. Alle meine 3 Kinder nicht. Alle 3 Kinder nicht? Nein. Glauben Sie es denn jetzt, ganz aktuell, heute? Das ist eigentlich traurig. Da kann ich ja keine Antwort drauf geben. Und zwar hätte mein Sohn, also ich kann ihn nicht anrufen. Ich habe nicht seine Telefonnummer, er aber meine. Und ich habe ihm dann ein paar Worte gesagt, dass er ihn belogen hätte. Wisst ihr überhaupt, was eure Mutter ihr ganzes Leben auf sich genommen hat? Ich verstehe, Viola, ich verstehe. Da hat er gesagt, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Hat mich aber bis heute nicht angerufen. Und das ist der Aufhänger, weswegen ich... Jetzt, mit meinen Kindern keinen Kontakt. Jetzt verstehe ich die komplizierte Geschichte. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, du machst dir selbst erstmal, wenn man die Geschichte ganz zurückrollt, überhaupt den großen Vorwurf, dass du mit dem Kerl wieder zusammengekommen bist.
Ja, wenn so. Kann man ja so nennen. Ja, kann man so nennen. Weißt, darf ich dir mal was sagen? Ja. Wo ich jetzt von dir den Satz höre, dass ich mit dem Kerl wieder zusammengekommen bin. Ich, für mich war da nie eine Lücke. Ich habe immer gedacht, ich muss das tun, weitermachen. Ja, vor allen Dingen, wenn dir auch noch dieser Psychologe da im, in der, der Druck auf dich ausgeübt das hat. Das stimmt, das ist mir passiert. Ja, ja, ich glaube das, dass man da hilflos ist und wenn man da nicht damals Erfahrungen mit hatte, wie man sich da verhalten soll, ist das schon sehr schlimm. So, und dann die Kinder einem nicht mal glauben, was damals vorgefallen ist, ist das schon eine enorme psychische Belastung. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Ich habe die ganzen Jahre... Jetzt will ich dich aber noch mal was fragen, um wirklich ganz auf Nummer sicher gehen, dass du deinen Kindern das nur wirklich, kannst du denen das nicht irgendwie schwarz auf weiß vorlegen? Gibt es da keine Zeitungsartikel von damals oder irgendwelche Kopien? Ja, mal. Ich habe, das ist ja jetzt noch ganz frisch, also vor 3 Wochen gewesen knapp, ich habe 2 Tage nach diesem Anruf von meinem Sohn, also ich hatte ihn eingeladen, ich habe aus der zweiten Ehe, mein jüngster Sohn ist 22, der jetzt gerade im Abitur steckt, auf den Studienplatz wartet und zum Geburtstag. Und da habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne, die haben ihren Bruder, er zum Beispiel, 8 Jahre nicht gesehen. Und auch wenn er von einem anderen Vater ist, ist ja ein Bruder. Die haben ihn auch die ganzen Jahre boykottiert. Der Junge hat auch gelitten. Und dadurch habe ich ja versucht, in die Wege zu leiten, dass das bisschen alles so funktionieren kann. Und da hat er mir gesagt, ja, der Vater von André war auch im Dreck, sagt, warum bist du nicht mit unserem Vater zusammengeblieben? Und wenn ich deinen jetzigen Freund angucke, da ist das nicht anders. Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn er der Meinung ist, ich hätte eine Drecksacksammlung, dann fangen wir bei eurem Vater mal an. Nochmal, nochmal meine Frage. Ja. Meine Frage war, hast du Unterlagen von damals, die du deinen Kindern... Ach so, bin ich jetzt auch ganz von abgekommen. Genau. Ich habe dann danach bei der Staatsanwaltschaft in Koblenz angerufen, und das war ganz schwierig, weil ich ja keine Aktennummer mehr hatte. Du kannst sicher verstehen, dass ich noch ein Löcher das hatte. Und ich wollte, ich habe darunter gelitten, ich wollte das nicht in meinem Haus haben. Ich habe das sogar verbrannt. Hast du Unterlagen bekommen? Ich hatte die ja mal. Nein, und jetzt kann ich sie nicht mehr, weil das zu lange her ist. Ach so, ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ich habe es versucht zu bekommen, damit ich meinen Kindern schwarz auf weiß das vorlegen kann. Dann habe ich mir jetzt vorgenommen, einen Brief zu schreiben, der wird sehr lang, das niederzuschreiben, das ganze Leben, per Einschreiben Rückschein an ihn zu schicken. Das wäre dann für mich als solches ein Dokument an meine Kinder. Ja. An wen zu schicken? An den jetzt zunächst mal an den ältesten Sohn. An den ersten Sohn. Also, weil das so lange her ist, kann ich keine Unterlagen mehr bekommen. Ja, habe ich verstanden. Viola, das ist eine sehr, sehr verstrickte Situation, in die du da hineingeraten bist. Ja, das stimmt. Und ich glaube und ich erahne, das kann man ja nur nach ein paar Minuten erahnen, was das für einen großen Druck auf dein Herz und deine Psyche aus ich habe dauernd immer nur so gelebt. Also ich glaube, das ist sehr schlimm. Vor allen Dingen, das haben wir jetzt nur am Rande erwähnt, dass du ja selbst Opfer geworden bist in deinem 14. Lebensjahr. Stimmt. Allein das ist ja schon schlimm genug und hinterhält. Ich war immer auf der Flucht von meinem Vater, der hat mir immer gedroht. Und nachdem er erfahren hatte durch meine Mutter, dass ich aufgrund dessen alleine lebe, ich möchte dir gerne noch sagen können, als das passierte mit dem Vater von meinen Kindern, da hat meine Mutti mich gefragt, die schwerhaft krank war, warum ist der im Gefängnis? Dann habe ich zu ihr gesagt, wegen einem Verkehrsunfall. Weißt du, ich wollte meine Mutti schonen. Ja, ja, ja. Ich hatte Angst, sie fällt tot um. Ja, ja. Sie ist gestorben. Ja. Ich konnte ihr das nie sagen. Aber letztendlich musstest du das alles für dich alleine ausmachen und du musstest alles für dich verkraften. Ja, das stimmt. Das tue ich bis heute. So, Viola, jetzt rennt mir die Zeit hier weg. Ja. Jetzt möchte ich, dass du auf jeden Fall noch in Ruhe mit meiner Psychologin sprechen kannst. Das tue ich auch sehr gerne. Ja, denn ich finde, dass du schon Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Du sollst auch übrigens wissen, ich habe ja dadurch damals meine Heimat, nicht nur mein Elternhaus, sondern auch meine Heimat, und das ist Kölle, verloren. Ja. Ich habe mir vorgenommen, auf meine alten Tage, jetzt kann ich das noch schaffen, wieder nach Köln zurückzugehen. Das ist immer ein guter Plan. Ich finde aller Flügel. Ja. Das will ich tun. Viola, du bist herzlich willkommen in unserem Köln. Danke. Ganz herzlich willkommen. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und Simone ruft dich gleich an. Ja, ich mach das. Alles Liebe, alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ich möchte dich bitten, als Erinnerung, was mir sehr, sehr viel bedeutet, dass ich von dir ein Autogramm bekommen kann. Sehr gerne. Das bedeutet mir sehr viel. Sehr gerne, das ehrt mich. Und du sagst bitte meiner Psychologin gleich deine Anschrift. Dann schicke ich dir sehr gerne eins. Das mache ich. Alles Liebe.
Dankeschön für das Gespräch. Viola, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke. Tschüss, Domian. Und weiter geht's mit dem André. Und André ist vier, hatten wir nicht schon mal einen André heute? Ja, hatten wir, aber das hier ist ein anderer. 24, hallo André. Ja, morgen Jürgen. Ja, guten Morgen. André. Ja, Geschichte kurz und knapp. Also ich weiß im Moment gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und zwar habe ich, ja, da waren wir, weiß ich nicht, so 11 oder 12. Da habe ich eine richtig gute Freundin gehabt. Also war irgendwie wie ein Kumpel oder so für mich. Mhm. Und zwar hat meine Mutter damals da als Haushälterin gearbeitet. Also ist eine richtig schwer reiche Familie gewesen. Mhm. Ja, und die junge Dame hat sich damals richtig in mich verliebt, so Jugendliebe. Da wart ihr beide so in dem Alter? Ja, also sie ist ein Jahr jünger als ich. Mhm. Und ja, da war es, da habe ich irgendwie noch nicht so das Interesse für Mädels gehabt. Mhm. Ja, dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, nach 2, 3 Jahren oder so ist der Kontakt dann auch auseinandergegangen. Meine Mutter hat dann auch nicht mehr da gearbeitet. Mhm. Und dann so mit 15, 16 oder so, da habe ich Kontakt noch zu einer Freundin von ihr gehabt. Ja. Hab dann versucht, irgendwie wieder an sie ranzukommen. Also dann ist schon das Interesse gekommen, halt vielleicht mal mit ihr zusammenzukommen oder so. Und ja, die Freundin wollte aber selbst was von mir und hat mir dann erzählt, sie würde nichts mehr von mir wollen und so. Mhm. Ja, dann ist, also das ist jetzt mittlerweile gute 10 Jahre her und ich muss sagen, echt, also ich habe irgendwie immer wieder an die gedacht, das ist echt eine so wunderbare Frau gewesen. Wir haben uns immer so super verstanden. Das ist jetzt der Grund deines Anrufs bei mir. Ja, das, die Sache ist, also wie gesagt, wir haben jetzt gute 10 Jahre keinen Kontakt gehabt und die Frau ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Du bist also quasi jetzt mit 24 immer noch verliebt in ein Mädel? Ja, was heißt verliebt? Ja, man kann ihn nicht verliebt nennen, aber ich habe immer so im Hinterkopf gehabt, also ich habe natürlich auch meine Beziehungen und alles gehabt, habe auch ja eine ziemlich blöde Zeit die letzten 2, 3 Jahre hinter ja. mir. Ist viel schief gelaufen und so, aber ich habe immer wieder an sie gedacht und immer gedacht, boah, wenn die nochmal zu dir zurückkommen würde. Wir halten nochmal fest, ihr habt jetzt 10 Jahre keinen Kontakt miteinander gehabt. Richtig. Ihr habt euch auch nicht gesehen, zufällig mal irgendwo, gar nicht. Also sie wohnt mittlerweile auch, sie studiert jetzt in Münster. Ja, und wo lebst du? Am linken Niederrhein, so Kreis Wesel. So, jetzt könnte man sich ja fragen, wenn dir dieses Mädel nicht aus dem Kopf gegangen ist, warum versuchst du nicht Kontakt mit ihr aufzunehmen? Ja, pass auf, ich habe schon mal versucht, sie irgendwo im Internet oder so zu finden. Mhm. Ich habe auch ihren Bruder vor ein paar Jahren mal an der Tankstelle hier getroffen. Das war auch früher mein bester Kumpel. Und, der Bruder war dein bester Kumpel? Aber ganz früher? Ja, ja, das war so unsere Jugendzeit. Also der war bei uns in der Clique damals und der ist auch 2, 3 Jahre älter als ich. Okay, warum? Der war halt bei uns in der Clique und ja, ich habe den dann nach Jahren irgendwann mal getroffen und so gefragt, ja, wie geht ihr und so. Mhm. Ja, und da hat er mir auch so gesagt, so, also ich habe gar nicht irgendwie gefragt, was macht die oder so. Und er sagte so, ja, ganz gut, aber die kannst du direkt knicken, die ist an Älteren interessiert und so. Also quasi, ich hab das Thema gar nicht angesprochen und er hat mir dann direkt so einen Dämpfer verpasst. Ja, so, jetzt stehen wir da. Du bist 10 Jahre interessiert an einer Frau, die weit weg ist, von der du kaum was weißt. Und nu? Ja, und nu habe ich mich vor einer Woche bei einer Internet-Community angemeldet und habe sie da gefunden. Nein. Ja. Du hast sie gefunden? Ja, also ja, ich hab sie auch direkt angeschrieben. Wohnt sie weit weg von dir? Ja, in Münster halt. Also so. Ach, sie wohnt auch in Münster? Ich wohne nicht in Münster. Nee, sie wohnt jetzt auch in Münster. Sie wohnt in Münster, ja. Sie studiert da. Ja, ich habe mich natürlich direkt bei ihr gemeldet. Sie hat sich auch super gefreut, was von mir zu hören und so. Und ist eigentlich alles wunderbar. Also ich werde Freitag auch zu ihr fahren, übers Wochenende. Ach guck, immer noch in Münster, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist doch toll. Ja, aber ja, meine Bedenken, also seit ich den Kontakt jetzt wieder aufgebaut habe, kann ich echt an nichts anderes mehr denken. Mir geht so viel durch den Kopf irgendwie. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, du bist einfach aufgeregt. Ja, die Sache ist halt einfach auch, weißt du, sie kommt halt aus einer ziemlich wohlhabenden Familie, weißt du, der Papa bezahlt ihr da die Wohnung, hat ein dickes Auto und so. Mhm. Und ich bin halt, ja, so ein Pfennigfuchser. Ich lebe für, weiß ich nicht, 900 Euro im Monat hart arbeiten. Was machst du vom Beruf? Ja, ich arbeite bei so einem Handwerkerservice halt. Also ich bin gelernter Elektriker. Ja, und was sie jetzt macht, weißt du nicht, ne? Sie studiert irgendwas mit Informatik, weiß ich nicht. Ach so. Ja, jedenfalls ist der Kontakt, halt auch so Der Kontakt war jetzt nur per Mail oder habt ihr auch mal telefoniert? Wir haben auch telefoniert, ja. Wie war denn das so am Telefon? Ja, eigentlich total super. Also sie hat auch gesagt, sie hat oft an mich gedacht und so. Und gestern hat sie auch mit meiner Mama telefoniert.
Wie gesagt, die war halt damals Haushälterin da und wir haben auch privat viel mit denen unternommen, also mit ihrem Bruder und mit ihr sind wir in den Ferien zelten gegangen und alles. Weil, okay, also jetzt trefft ihr euch. Wir treffen uns, ja. Jetzt trefft ihr euch. Ja, und ich weiß halt einfach nicht, wie ich mit der Situation so umgehen soll. Ob wir uns erstmal einfach nur treffen und ich will auch nichts überstürzen und so. Aber es ist halt so die Tatsache, dass die Frau mir echt nie aus dem Kopf gegangen ist. Und ja. Ist denn schon was Konkretes so vereinbart? Trefft ihr euch irgendwo in einer Kneipe, in einem Café? Ich werde zu ihr kommen. Ich kann auch bei ihr schlafen, sagt sie. Und ja, wir wollen wahrscheinlich abends mal was trinken gehen und einfach erstmal wieder ein bisschen quatschen, so die letzten 10 Jahre aufholen und. Ja. Mit Schlafen wäre ich mir erstmal ein bisschen vorsichtig, muss ja nicht gleich beim ersten Mal sein. Ja, also ja, ich werde da wahrscheinlich auf der Couch schlafen oder ja. So. Auf jeden Fall hat sie mir halt. Also, weißt du, André, was Besseres kann dir eigentlich gar nicht passieren. Ja, das denke ich mir auch. Nein, gar nicht mal in dem Sinn, dass da vielleicht jetzt was raus wird. Aber ja. Dass das Ganze jetzt wieder eine Realität kriegt. Ja. Denn du hast 10 Jahre, war das ja nur eine Illusion. Das war ja alles in den Gedanken. Die Frau hat sich enorm entwickelt, so wie du auch. Mein Gott, was ist das ein Unterschied zwischen 24 und 14? Das sind ja ganze Kosmen, die dazwischen liegen. Jetzt kannst du dich ja erstmal mit ihr beschnuppern und mal gucken, wie es aussieht. Ja. Vielleicht gefällt dir die ja gar nicht mehr. Kann ja auch sein. Ja, doch. Also ja, vom Hören her. Ich ja, vom Hören. Vielleicht hat sie irgendwie eine dicke Nase bekommen oder was ich. Nee, ich habe ja Fotos gesehen. Achso, na okay. Also das ist genau das Mädel wie vor 10 Jahren. Okay. Einfach klein, so, und der Rest? Und der Rest ist jetzt einfach Risiko, ob sie sich für dich interessiert, ob das überhaupt funktionieren würde, auch aufgrund des großen gesellschaftlichen Gefälles, welches ja da genau. zu sein scheint, weiß ich alles nicht. Da musst du jetzt tapfer reingehen in die Situation und einfach alles auf dich zukommen lassen. Ich würde mir da gar nicht viel im Kopf machen vorher. Weil, ja, das was, ist halt, ich bin oh, weißt du, so ein Mensch. Ja, und es da, ja gut, du kannst es auch zerdenken und kaputt denken. Ja, und, das ist das Problem. So, ja. Und wenn du da rauskommst, vielleicht mit der Gewissheit, okay, das geht nicht, die ist es nicht, oder wir passen doch nicht zusammen, dann hast du diese Frau aber auch aus deinem Kopf, die 10 Jahre in deinem Kopf war. Und das ist ja auch schon mal ein Wert. Also egal, wie es ausgeht, du kannst eigentlich nur gewinnen. Ja, dann habe ich wenigstens Gewissheit. Dann hast du, ja, genau, dann hast du Gewissheit. Welche Art von Gewissheit auch immer. Ja. Ich finde das sehr spannend. Ich wäre auch aufgeregt an deiner Stelle. Natürlich, klar, logisch. Aber das ist halt so, ohne Aufregung passiert halt nichts Spannendes im Leben. Zumindest meistens nicht. André, wann ist das genau, das Treffen? Freitagmorgen werde ich wohl hinfahren. Freitagmorgen? Ja. Nach Münster, ins schöne Münster. Ja, werde ich auch mal Münster sehen. Ja, sehr schöne Stadt. Also, ja, habe ich schon gehört. Ja. Ist schon ein bisschen was von Ich finde das super. Ich beglückwünsche dich, dass das geklappt hat. Und wünsche dir, dass das alles irgendwie gut läuft. Wie auch immer es ausgemacht, aber dass es für dich gut läuft. Das wünsche ich dir. Dankeschön. André, toi, toi, toi. Ja, schönen Abend. Tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit der Angelika. Angelika ist 57. Guten Morgen, Angelika. Morgen, Domian. Guten Morgen, Angelika. Ich rufe an, ich habe seit über 20 Jahren Parkinson und bin 1997 das erste Mal hirnstimuliert worden. Also ich habe Hirnschrittmacher bekommen. Das hätte aber damals nicht hingehauen. Also ein Gehirnschrittmacher muss man ein bisschen erklären. Zwei Gehirnschrittmacher, die sollen praktisch Nervenzellen ersetzen, die da abgestorben sind. Ne? Ja. Und ich konnte mich zu dem Zeitpunkt sehr schlecht bewegen und bin dann aber, da die Operation nicht hingehauen hat, 2000 nochmal operiert worden. Die erste Operation dauerte 10 Stunden, ist man ja immer dabei, also gar nicht narkotisiert, ne, weil das Gehirn ist schmerzhaft. Ach so, die haben am offenen Gehirn operiert und du warst bei vollem Bewusstsein. Ja, in Köln ist das gemacht. Ach, merkt man da gar nichts? Nein, also ein bisschen wohl was, zum Beispiel, wo die mit dem Bohrer ins Gehirn 2 Löcher gebohrt haben. Ja, dieses Geräusch, das war natürlich nicht sehr angenehm. Ist klar, aber als die dann in dem Gehirn geschnitten haben oder was gemacht haben, das merkt man überhaupt nicht? Nein, Schmerzen nicht. Man merkt es wohl, aber es schmerzt nicht. Was merkt man denn da? Ja, irgendwie so ein komisches Gefühl, also es ist ein komisches Geräusch und wenn sie arbeiten, man merkt schon, dass sie da was machen. Mhm. Aber weh tat es eben nicht. Und da war ich, glaube ich, 5. oder 6. überhaupt in Köln,
aber das hat nicht hingehauen und 2000 bin ich normal operiert worden, da hat es voll hingehauen. Ich hätte bis zu dem Zeitpunkt ca. 20 Tabletten am Tag nehmen müssen, konnte dann Gott sei Dank etwas reduzieren, aber nachdem ich die einen Schritt machen bekommen habe, hat sich bei mir eine Spielsucht entwickelt. Eine was? Wahrscheinlich durch den... Ich habe nicht verstanden, eine was für eine Sucht? Spielsucht. Eine Spielsucht? Ja. Ach. Jetzt hat man erst festgestellt, dass überhaupt bei Parkinson-Patienten sehr häufig ist. Diese Gehirnstimulatoren haben, neigen auch zu Spielsucht oder Kaufrausch. Also dieser Gehirnschrittmacher wird gezielt eingesetzt bei Parkinson-erkrankten Menschen. Ja, für die Bewegungsregung und Akinese genau. Soll dadurch gebessert werden. Ne? Ja, dieser ist im Jahre 2000 eingepflanzt worden, jetzt haben wir 2008. Geht es dir denn, was das Körperliche anbelangt und was die Entwicklung der Krankheit betrifft, ist es so einigermaßen okay noch? Hast du's? Ist einigermaßen okay. Ich kann noch sehr gut laufen, wiederlaufen. Ja. Also bis... 2000 konnte ich nicht so gut laufen und dann hat mit der Operation doch das entwickelt, dass die Bewegung wieder besser geworden ist. Ne? Und in Düsseldorf sagen sie immer, ja, ich bin nur Vorzeigepatient, aber es ist ein täglicher Kampf natürlich. Natürlich. So, das habe ich noch nie gehört, dass durch die Implantation eines Gehirnschrittmachers eine Spielsucht ausgelöst werden kann. Wie äußert sie dich, diese Spielsucht sich bei dir? Wo gehst du spielen? Was an genau? An Automaten. An Automaten in so normalen Läden. Ja. Ja, und wie viel Geld hast du schon verspielt? Hast du einen Überblick? Ach nee, nicht so genau. Im Moment sehr wenig. Meine Familie hat mir das ganze Geld gekürzt, ne, oder gar nichts mehr gegeben. Mein Mann ist Binnenschiffer. Wir sind immer 3 Wochen zu Hause und 3 Wochen arbeitet er. Mhm. In diesen 3 Wochen, wo er zu Hause ist, habe ich gar nicht das Verlangen zu spielen. Ach so, wenn dein Mann ist Binnenschiffer und wenn der unterwegs ist, dann hast du das Verlangen. Wenn er zu Hause ist, dann hast du das Verlangen nicht. Nein. Hast du schon Schulden gemacht? Nein, Schulden das nicht. Wir haben auch noch ein neues Haus gebaut. Ja. Ist da behindertengerecht. Muss ich meinem Mann eigentlich dankbar sein. Und dieses Phänomen ist ja dann deinen dich behandelnden Ärzten bekannt. Ja. Kann man denn da dann wiederum mit Medikamenten oder so nicht gegensteuern? Ich soll ja Medikamente reduzieren, habe ich auch gemacht, aber die Spielsucht ist dadurch nicht weggegangen. Aber es ist zu einer Therapie. Aber interessant finde ich, wenn du sagst, dass die Spielsucht, offensichtlich hat die Spielsucht ja etwas zu tun mit der Einsamkeit. Ja, wahrscheinlich. Wenn du in der Umgebung deines Mannes bist und alles ist gut und geordnet, dann hast du gar kein Bedürfnis. Nein. Aber heute hatte ich 6 Wochen gar nicht gespielt, und weil ich auch kein Geld hatte. Und heute hatte ich 25 Euro. Und da bin ich natürlich wieder spielen gegangen. Und meine älteste Tochter ist dann zu der Spielhalle hingekommen, hat mich da rausgeholt, natürlich fix und fertig gemacht, will mich in die Klapse stecken. Aber deine Tochter weiß doch auch, welchen Zusammenhang das hat. Ja, aber sie sagte, sie hat gar nichts mit Parkinson mehr zu tun, ich wäre so spielsüchtig. Aber sie weiß doch, dass der Auslöser offensichtlich dann wirklich... Ja, das glaubt sie eben nicht. Aber das ist so. Ja, weil sehr laut hier. Ich habe auch so Unterlagen von einem Professor Heinz Reichmann aus Dresden, der sagt das auch. Neurologe, ne? Das sind Verhaltensveränderungen. Kann man denn beispielsweise durch eine, du hast es gerade ja schon angedeutet, kann man durch eine Therapie, eine Verhaltenstherapie, könnte man dagegen steuern? Ich weiß es nicht. Hier steht also nur so viel, wie ich informiert, dass man die Sucht eben in den Griff bekäme. Dann aber, ich weiß es nicht. Ich meine, das wäre ja nun die interessante Frage, die auch die Spezialisten sich stellen müssten. Der Gehirnschrittmacher ist wichtig, um die Krankheitsentwicklung von Parkinson zu stoppen oder zu verbessern für den Patienten, hat aber die Nebenwirkung, dass ein Patient unter Umständen spielsüchtig wird. Wie kann man dem beikommen? Ja, die Lösung ist ja nicht, diesen Gehirnschrittmacher wieder rauszunehmen. Nee. Wenn wir hier wieder jetzt wenn man die ausschaltet, bin ich völlig steif, ne? Kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, nicht sprechen, gar nichts mehr, nicht laufen, gar nichts. Ich meine, bei den Tests, jedes Jahr sind immer die Tests in der Klinik angesagt, und wenn sie den aussetzen, die Schritte machen, dann bin ich in Wrack, dann bin ich sowas von verkrampft, dann heule ich fast nur. Manchmal, wie gesagt, ich kann normalerweise sogar keine Gefühlsregungen dann mehr zeigen. Das ist alles versteift. Das ist fürchterlich.
In dieser Klinik, die dich betreut, sprichst du mit denen auch über dieses Problem der Spielsucht? Aber jetzt erst seit 2 Jahren. Und was sagen? Jetzt hat man auch eine Studie gestartet, um herauszufinden, wie viele da wirklich dann von dieser Sucht dann betroffen sind. Amerikanische Studien sagen, ca. 4% der Operierten oder der Parkinson-Kranken wären auch spielsüchtig. Ja. Würde ich gleich mal eben zwischendurch jetzt mitten in unserem Gespräch mal einen Aufruf mal raus gerne formulieren an meine Zuschauer und Zuhörer, wer darüber Näheres weiß aus dem medizinischen Bereich, vielleicht Leute oder die selbst betroffen sind, schreibt uns doch bitte, mailt uns doch bitte. Dann können wir das auf jeden Fall schon mal an die Angelika weiterreichen, denn das scheint ja irgendwie auch... Ich bin ganz verzweifelt. Ja, ich merke schon, dass dein Informationsmangel auch etwas herrscht. Wie geht dein Mann denn damit um? Glaubt? Nee, der ist immer nur böse mit mir und schimpft mit mir, aber das bringt es ja auch nicht. Mhm. Und dass mir das ganze Geld gestrichen hat. Ich meine, es gibt ja so, dass man sich mal eine Zeitung kaufen will oder ein Eis und so. Na, hat er generell gesagt, es soll mir gar kein Geld geben. Ich soll dann zu meiner Tochter, ich habe 2 Töchter und eine wohnt hier in der Nähe, soll ich dann gehen und dann könnte ich mir das Geld ja holen. Aber ich meine, es ist ja auch doof. Ne? Ist auch eine sehr demütigende Situation für dich. Ja, eben, das demütigend. Ja. Also ich finde, da muss man was unternehmen. Also erstmal bitte ich jetzt auf dem Wege hier über die Sendung an Informationen zu kommen. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr darüber etwas wissen solltet. Schreibt uns bitte, mailt uns bitte. Das reicht mal an Angelika weiter. Dann werden wir jetzt im Hintergrund mal überlegen, und meine Psychologin soll sich damit beschäftigen, ob es irgendwo Erfahrungswerte gibt mit Therapieformen, die man, vielleicht im Stichwort Verhaltenstherapie, die man anwenden kann in so einem speziellen Fall, den du gerade geschildert hast. Ich war auch schon mal hier in der Nähe, ist eine Klinikbesuchserkrankung, da hat man nicht mehr oder weniger nur weggesteckt, da wurde überhaupt nichts gemacht, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ne? Ja, das ist schlimm, wenn dann die Betroffenen solche Erfahrungen machen, das finde ich auch immer sehr empörend. Wir versuchen jetzt im Hintergrund mal uns für dich schlau zu machen, Angelika. Das heißt, ich bitte dich auch aufzulegen und du wirst von Simone, vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der nächsten 10, 15 Minuten zurückgerufen. Gut, ja. Alles Gute und alles Liebe von Herzen. Ja, dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Und ich begrüße herzlich Thomas. Thomas ist 40, guten Morgen. Ja, morgen, du mir. Hallo, schön, Thomas. Dich zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Was ist dein Thema? Bei mir geht es um Folgendes. Wir beide haben vor 2 Jahren in der Nacht zum 3. Oktober schon mal telefoniert. Und zwar über meine Missbrauchsgeschichten. Damals, weiß ich, ob du dich erinnern kannst, da ging es um meine letzte Missbrauchsgeschichte aus dem Armeeknast im Osten. Ja, ich habe eine verschwommene Erinnerung, ja. Ganz dunkel, ne? Ja, ja. Und ich habe jetzt das Problem, deswegen rufe ich dich an, dass ich leider feststellen muss, dass ich in den letzten Jahren, ich habe also in den letzten 2, 3 Jahren, seitdem ich getrennt bin aus einer langjährigen Beziehung, immer wieder versucht, Beziehungen aufzubauen, jetzt das 3. Mal, und meine Beziehungen scheitern alle, weil ich aus den Verhaltensweisen, die aus diesen Missbrauchsgeschichten resultieren, nicht rauskomme. Weil du aus den Verhaltensweisen, was für Verhaltensweisen sind das? Naja, das heißt, ich wünsche mir eine Beziehung, ja, also ich bin jetzt sogar von Berlin nach Nordrhein-Westfalen gezogen, weil ich einfach einen Mann kennengelernt habe, der super, wo alles passen würde, und in dem Moment, wo ich dann alles habe und eigentlich alles laufen könnte, wird es mir alles zu eng, zu viel, ich kann keine Nähe zulassen, baue Mauern auf und ziehe mich zurück und renne weg. Und das erlebe ich jetzt zum 3. Mal, wo ich wirklich sage, ey, das kann es doch nicht sein, ich kann doch nicht verdammt sein. Thomas, eine Bitte, lass uns doch noch mal ein paar Schritte zurückgehen und nochmal in die Vergangenheit gucken. Gerne. Wenn du vielleicht nochmal kurz umreißen könntest, was damals passiert ist. Also ich bin insgesamt 3-mal missbraucht worden. Einmal mit 12 Jahren von einem Gruppenleiter aus dem Kinderferienlager. In der ehemaligen DDR? In der DDR, alles im Osten. Dann mit 14 von einem Mitschüler. Und dann, wie gesagt, ich habe das letzte halbe Jahr meiner Armeezeit auch im Osten im Knast verbracht, in Schwedt. Und da bin ich ein halbes Jahr lang massivst misshandelt und missbraucht worden. Von einem Vorgesetzten? Von einem Vorgesetzten, ja, genau. Also von mehreren eigentlich. Mhm. Aber derjenige, der dort der Vorgesetzte war und für mich zuständig war, der war sadistisch bis sonst wohin. Mhm. Und da gab es da,
Gab es da eigentlich ein juristisches Nachspiel nach der Wiedervereinigung? Nein. Warum hast also du das nicht? Also nicht, dass ich wüsste, ich habe mich nie drum gekümmert, weil ich habe, muss dazu sagen, ich habe jetzt vor 5 Jahren gesoffen und bin jetzt aber seit 5 Jahren Gott sei Dank trocken und ich habe das 20 Jahre weggesoffen. Ich habe die Geschichten an mich und nicht interessiert. Achso, das heißt, du hast von dir aus nicht die Initiative gestartet, diesen Mann ausfindig zu machen und anzuzeigen? Nein. Du hast bis vor 5 Jahren gesoffen. Du bist Alkoholiker. Jetzt, ich bin Alkoholiker. Jetzt trockener Alkoholiker. Ich bin seit 5 Jahren Gott sei Dank trocken, ja. Ja, du bist schwul. Ich bin schwul, richtig. Ja. Und kannst immer dann, wenn es zu einer Beziehung kommt, die eigentlich so objektiv gesehen gut ist, ja, willst du wieder ausbrechen? Weil es, richtig. Weil es also nicht mal abgesehen davon, dass ich wirklich Liebe und Zärtlichkeit erst nach dieser Abhängigkeit, also nach den 11 Jahren, ich habe 11 Jahre mit einem Partner zusammengelebt, aber nicht aus Liebe, sondern nur aus Dankbarkeit. Mhm. Weil der hat mich damals aus der Gosse geholt, also aus der Obdachlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne ihn würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr leben. Das war dann auch schon nach der Wiedervereinigung? Das war schon nach der Wiedervereinigung, genau. Mhm. Und uns hat aber wirklich nur der Alkohol auch zusammengehalten. Und wo ich dann aufgehört habe zu saufen, ist diese Beziehung auseinandergegangen. Jetzt bist du nach Nordrhein-Westfalen gezogen, der Liebe wegen. Richtig. Und ich diese Liebe ist jetzt aber... kennengelernt, der hier unten in Nordrhein-Westfalen eine Firma hat und ein Mietshaus und deswegen auch nicht weg konnte hier wegen der Firma. Und ich bin von Berlin nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Mhm. Hab allerdings darauf bestanden, Gott sei Dank, sage ich jetzt, eine eigene Wohnung zu haben in dem Haus. Mhm. Und ist denn diese Liebe jetzt schon wieder zerbrochen? Die ist leider wieder zerbrochen, ja. Aber du kannst da noch wohnen. Ich wohne nach wie vor in dem Haus. Wir verstehen uns auch, wir sehen uns auch jeden Tag. Und ich helfe ihm auch in der Firma unten, weil ich ja Zeit habe dafür. Nun ist das ja eine traurige Biografie, die du erzählen kannst. Es gibt einmal diese mehreren Stationen des sexuellen Missbrauchs, dann gab es den lang anhaltenden Alkoholismus. Ja. Gab es denn mal bei dir den Anlauf, dich psychotherapeutisch behandeln zu lassen? Anlauf ist gut gesagt. Also ich habe damals mit der Sucht eine Langzeittherapie gemacht. Ich habe vor 2 Jahren eine Traumatherapie gemacht, um diese Missbrauchsgeschichten, weil die sind natürlich erst nach 2 Jahren Trockenheit aufgebrochen. Mhm. Wo ich so ausgelöst von außen, wo ich so, das habe ich dir auch vor 2 Jahren erzählt, da war ich ziemlich in der Krise, wo ich dich angerufen habe. Mhm. Wo ich dann trocken war und ausgelöst von außen von einem Jungen, der auch im Missbrauch war, den ich im Internet kennengelernt habe, ist das dann alles aufgebrochen und ich bin Amok gelaufen. Und habe dann eine Traumatherapie gemacht und ich bin auch seit 4 Jahren, also eigentlich seitdem ich trocken bin, jetzt im 5. Jahr in verhaltenstherapeutischer Behandlung. Ach so, das heißt, du bist also, was die Psychotherapie anbelangt, gut versorgt. Ja, meine Selbsthilfegruppe und so, da bin ich aktiv und trotzdem kriege ich diese Verhaltensweisen nicht in den Griff. Das ist natürlich jetzt ein schwieriger Fall. Wenn du so viel machst und so viel unternimmst und es dir trotzdem aus den Händen gleitet, du dieses Problem doch sicherlich auch in deinen Therapien, in deinen Stunden angesprochen hast schon. Ja. Und dennoch kapiert das nicht, klappt das nicht. Ich krieg zum einen, komme ich mit Zärtlichkeit nicht klar, weil ich das nie kennengelernt habe. Also wirklich erst vor 2 Jahren oder nach dieser Trennung damals angefangen habe, überhaupt Menschen kennenzulernen, die mich lieben konnten und zärtlich sind. Und dieser Mann jetzt ist wirklich, der ist das, was ich mir immer gewünscht habe, von Verständnis, da ist alles, da hat alles gestimmt. Warst du auch mal in einer Selbsthilfegruppe? Da bin ich seit 5 Jahren, ja. Also nicht nur eine Selbsthilfegruppe, wo es um Alkohol geht, sondern um Missbrauch? Naja, ich habe in Berlin eine eigene Selbsthilfegruppe aufgemacht für Süchtige mit psychischen Mehrfachdiagnosen. Mhm. Aber eine Selbsthilfegruppe direkt für Missbrauch habe ich nicht besucht. Ja, ich komme gerade so auf die Idee, weil dieses, wahrscheinlich, was du gerade formuliert hast, da werden sicher viele Leute, die Missbrauch erlebt haben, aufgehorcht haben und gesagt haben oder denken und sagen, das kenne ich, das war oder ist bei mir ganz genauso. Ja. Und vielleicht wäre das nochmal ein neuer Weg. Wo mir das viele sagen, ich habe ja im Internet ein eigenes Selbsthilfeforum und da habe ich natürlich einige Betroffene, die mir das sagen. Mhm. Aber ich komme da, das eine ist, was mich wirklich, und mich lässt das langsam verzweifeln, weil zum einen komme ich da nicht raus, dass ich diese Maut mal einreiße und das auch zulasse. Mhm. Auch zulassen kann, einfach glücklich zu sein. So Thomas, das ist jetzt für mich eine sehr unbefriedigende Situation auch. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt so viel schon angeleiert hast an Hilfe und Selbsthilfe und alles Mögliche, habe ich natürlich auch nicht jetzt innerhalb von ein paar Minuten Idee, wie man das machen könnte.
Und das Zweite ist, dass ich auch sexuell wieder in Sachen flüchte, die ich eigentlich gehofft hatte, abgelegt zu haben. Zum Beispiel? Also wieder, na, dass ich wieder in Spielarten flüchte, wo ich eigentlich, weil ich habe eine Zeit lang wirklich sexuell Schmerzen gebraucht, überhaupt Lust empfinden zu können. Mhm. Und in diese Geschichten, auch in diese Geschichten der Unterwerfung und so, habe ich mich wieder geflüchtet. Obwohl ich eigentlich der Meinung war, im Grunde genommen habe ich zwischenzeitlich mal gemerkt, ich brauche es nicht. Und trotzdem kann ich das andere nicht leben. Thomas, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir werden dich gleich nochmal zurückrufen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ja, dann legst du auf und wir sagen bis gleich. Okay, danke. Okay, tschüss. In der Technik, heute Nacht Gero Kuntermann und morgen Nacht heißt unser Thema verhängnisvoller Sex. Hattet ihr schon mal verhängnisvollen Sex? In welcher Art und Weise auch? Ruft mich an morgen.